Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. Ich habe mich gerade sehr spontan dazu entschlossen, dass ich doch mal wieder ein Food Diary drehen könnte. Und da das so spontan war, habe ich natürlich jetzt mein Frühstück heute Morgen auch nicht gefilmt. Aber heute gibt es auf jeden Fall vegane Pizza mit Möhren, Zwiebeln und Tomaten. Und mit selbstgemachtem Vollkornpizzateig. Und das riecht so lecker. Ich freue mich schon richtig drauf, das zu essen. Und das hier wird nicht die einzige Portion bleiben. Es gibt noch viel, viel mehr. Ich war am Wochenende in Deutschland und in unserem Supermarkt, wo wir sonst vorher mal eingekauft haben, gibt es jetzt ein veganes Regal. Und da musste ich dann ein paar Sachen zum Probieren mitnehmen und jetzt gönne ich mir diesen Elys Earth Bar, den Treasure Bar mit Peanut Butter Crunch and Caramel, und der ist richtig lecker, also ich habe davon zwei gekauft und ich freue mich schon richtig darauf. Ich versuche zwar so verarbeitete Lebensmittel und Zucker und plastikverpackte Sachen zu vermeiden, aber ab und zu gönne ich mir das dann doch mal und da freue ich mich jetzt schon drauf. Guten Morgen, das hier ist jetzt mein Frühstück. Das sind Gerstenflocken mit Sojajoghurt und Granatapfel. Und das hier ist das, was ich mir mit zur Uni nehme. Und zwar ist das einmal Dinkelbrot mit Erdnussbutter, dann so eine Waffelschnitte, die ich gerne mal probieren wollte. Und außerdem noch einen Apfel und eine Birne. Ich mache gleich eine Skype-Konferenz mit einer Freundin von mir wegen einer Projektarbeit. Und ich schaffe das halt nicht vorher noch was zu kochen, weil ich ziemlich spät aus der Uni gekommen bin. Deswegen gibt es jetzt erstmal Brot, und zwar das eine da hinten links ist mit Erdnussbutter und die andere mit so einem Tomate-Basilikum-Aufstrich. Und ich denke mal, ich werde mir nachher noch ein Gemüsecurry machen oder so. So, ich habe mir jetzt gerade noch was gekocht, und zwar sind das einfach nur so Woknudeln mit Möhren und Tomaten und Kokosmilch und Curry. Und darüber sind noch ein paar gemahlene Mandeln, und das esse ich jetzt noch und dann geht's ins Bett. Ich bin mega spät dran, ich muss eigentlich in 7 Minuten schon los und deswegen habe ich mir jetzt nur eben schnell ein bisschen Sojajoghurt mit Gerstenflocken und Himbeeren gemacht. Und zur Uni nehme ich mir so einen Joghurt im Glas mit, hallo, fokussier das mal. Ja, egal, auf jeden Fall nehme ich mir halt diesen Joghurt im Glas mit Himbeeren und Gerstenflocken auch wieder und 2 Äpfel. Es wird wahrscheinlich nicht reichen, deswegen hole ich mir vielleicht noch was in der Cafeteria, weil ich bis 18 Uhr in der Uni bin. Ja. Abends habe ich mich dann mit einer Freundin in so einem Bio-Restaurant getroffen und ich habe so ein richtig, richtig geiles Tempeh-Sandwich gegessen mit Süßkartoffel und Kresse und Guacamole. Dann haben wir uns noch eine Portion Pommes geteilt und ich habe einen Fritz-Spritz-Rhabarber dazu getrunken. Und es war mega lecker. Guten Morgen, heute gibt es zum Frühstück eins von meinen absoluten Lieblingsessen. Also es ist ja eigentlich nicht so ein richtiges Gericht, aber egal. Auf jeden Fall ist es einfach Brötchen mit zermanschter Avocado drauf und ein bisschen Limettensaft, Salz und Pfeffer und Frühlingszwiebel. Und ich liebe das einfach, das schmeckt so lecker und ich bin sowieso richtig avocado-süchtig. Und ich denke mal, davon werde ich jetzt 2 Stück essen. Guten Morgen, heute gibt es zum Frühstück schon wieder ein Avocado-Brötchen. Ich finde das einfach so lecker. Und dann habe ich mir noch Porridge gemacht, und zwar mit Mandelmilch und statt mit Haferflocken mit Gerstenflocken. Mit Haferflocken funktioniert allerdings etwas besser. Und dazu noch Rhabarberkompott. Surprise, heute gibt es mal kein Avocado-Brötchen zum Frühstück, sondern so ein Mehrkornbrot mit Tomate-Basilikum-Aufstrich. Und dazu trinke ich noch so einen leckeren Saft mit Kokos und irgendwie Exotik oder so. Auf jeden Fall schmeckt der richtig gut. Abends war ich dann mit Freunden in Amsterdam in so einem Club, wo auch ein Restaurant mit drin war. Und da habe ich dann halt so ein veganes 3-Gänge-Menü gekriegt, aber ich habe jetzt nur das eine fotografiert. Und das ist einfach nur so alles mögliche an gebratenem Gemüse, aber es hat echt gut geschmeckt. Und zum Nachtisch gab es dann einen Obstsalat mit Granatapfel. Zum Frühstück gibt es heute wieder Haferflocken und noch ein bisschen Gerstenflocken, also so gemischt mit Sojajoghurt, und das ist der von Alpro mit Mandeln. Und den habe ich so ein bisschen mit dieser Soja-Schlagsahne gemischt, weil ich von gestern noch so viel übrig hatte und das nicht wegschmeißen wollte. Bin mal sehr gespannt, wie es schmeckt. Mit Himbeeren, und dann habe ich dazu noch wieder diesen Kokos-Ananas-Orangensaft. Ich habe mir jetzt hier gerade so einen Snack gemacht, weil ich nämlich gerade noch was für die Uni machen muss und so. Und dafür finde ich das dann ganz praktisch, dann kann ich das so nebenbei ein bisschen essen. Das sind einfach so Blätterteigtaschen. Und dann ist da Spinat drin mit ein paar Gewürzen und so veganem geriebenen Käse in Anführungsstrichen.
Und davon habe ich ein paar mehr gemacht, dann kann ich mir morgen noch welche mit zur Uni nehmen. Ich habe in letzter Zeit so oft auswärts gegessen, irgendwie während dieses Food Diaries, dass ich mir gedacht habe, ich verlängere das jetzt noch ein bisschen und filme das Essen von heute auch nochmal mit. Und zwar gibt es heute eine Quinoa-Pfanne mit ganz viel Gemüse drin, was ich alles aufbrauchen musste, damit es nicht schlecht wird. Und zwar sind da Fenchel, Möhren, Zwiebel und Lauch drin. Ich glaube, das war's. Und dann sind da oben noch Hefeflocken drauf.